Hallo YouTuber und herzlich willkommen hier auf dem Kanal von FIFA United zu einem neuen Video hier auf dem Kanal. Ja, heute haben wir wieder eine kleine Challenge am Start, eine kleine Daily Challenge, die rauskam, Newcomer Challenge. Da kriegen wir ein 75 Plus Spieler Pack für, nimmt mal mit, würde ich sagen. Man sieht es auch schon, es sind insgesamt 5 Spieler schon reingepackt, die Italiener und aus der Serie A kommen. Wir brauchen mindestens einen Goldspieler, mindestens einen Silberspieler, oder mindestens die Qualität generell muss Silber sein, das heißt, wir dürfen keine Bronzespieler benutzen. Wir brauchen aber theoretisch nur einen Goldspieler. Ich habe trotzdem halt jetzt von den restlichen 6, 5 genommen, weil ich halt sonst keine Silberspieler aus der Serie A am Verein hatte und mir dachte, dann lohnt es sich nicht, extra welche zu kaufen. Ich denke, im Idealfall macht ihr das einfach aus eurem Verein heraus. Ich glaube, man könnte sogar hier einen Ein-Nation, kann ich es ausprobieren? Ich weiß es nicht. Never mind, ich habe nichts im Verein. Ich glaube, man könnte hier ein Ligen-Nation-Dreieck machen, wo alle drei aus der gleichen Liga und gleichen Nation kommen, die jetzt nicht zwingend Serie A ist, meinetwegen, sodass die alle drei Stronglings haben oder Full Cam sind. Das gleiche nochmal auf der anderen Seite und man könnte trotzdem, glaube ich, auf die Full Cam kommen. Ist eine Theorie von mir, weil die hier hinten ja alle sowieso, also ihr habt ja hier schon mal, Entschuldigung, hier habt ihr ja schon mal 40 Chemie. So, wenn ihr hier 40 Chemie habt, sagen wir mal, ihr kauft euch hier jeweils 3 Spieler, die alle dann auf 9 kommen. Dann habt ihr 27, 54, ja okay, dann kommt ihr schon auf locker über 90. Also man könnte hier theoretisch auch komplett in andere Ligen gehen, in 3 andere Ligen, in 2 andere Ligen, hier eine und dann dadurch 3 Stronglings machen, die halt nichts mit der Serie A oder Italien zu tun haben. Und man würde trotzdem auf Fullcam kommen, auch ohne Loyalität. Ich habe es jetzt halt so gemacht, so viel mal zur Info. Wie gesagt, weil ich es halt einfach im Verein hatte und es sich angeboten hat. So, dann haben wir die Newcomer Challenge abgeschlossen. Ich glaube, wir haben jetzt noch für Schließe so und so viele SBCs ab, irgendwas bekommen. Nimmt mal mit. Meilenstein, genau. Team, ja. Guck mal, kriegen wir sogar noch ein 2 seltener Goldspieler-Pack hinzu. Da haben wir nicht nur ein Spieler-Pack da drin, sondern ein 2er auch noch mit dabei. Ich verstehe zwar nicht, warum man da wiederum ein Maximum-Rating einführen muss, aber okay. Wir gucken mal rein, mindestens 75, ne? Also halt ein seltener Goldspieler. Oh, Soboschlei von RB. Ja, nimmt mal mit, ne? Mal gucken, vielleicht sehen wir hier irgendwas Cooles. Irgendein Once Watch oder irgendwie sowas. Mal schauen. Eben nicht. Okay, spanischer rechter Flügel, Ferran Torres. Ist sogar 82, glaube ich, habe ich gerade gesehen, ne? Ja, ist okay. Sogar ein 81er und ein 82er, das nimmst du mit. Kann man mit leben. Ich würde sagen, Leute, das war's mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like und einen Kommentar da. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Haut rein und ciao.